Heute sind wir im Kölner Zoo und nehmen euch gemeinsam mit auf eine große Entdeckungstour. Und los geht's! Der Kölner Zoo ist einer der ältesten und wohl beliebtesten Zoos in Deutschland. Über 10.000 Tiere aus mehr als 850 verschiedenen Arten sind im Zoologischen Garten der Domstadt zu Hause. Das Urwaldhaus für Menschenaffen erlaubt den Besuchern durch seine intelligente Konstruktion, die Primaten aus allernächster Nähe zu beobachten, ohne sie dabei zu stören. Zu den Hauptattraktionen gehört der 2004 eröffnete Elefantenpark. Moderne Tieranlagen, historische Bauten und stilvolle Parklandschaften, das ist wohl der Inbegriff des Kölner Zoos. Besonders beliebt bei den Besuchern ist auch das Regenwaldhaus. Es zeigt Tiere und Pflanzen aus einem der bedrohtesten Naturparadiese der Welt, den Regenwäldern Südostasiens. Aber auch ein Aquarium bringt die Besucher zum Staunen. Dies auf 3 Etagen mit unzähligen Fischarten, Reptilien und Insekten. Moderne und wissenschaftlich geführte Tierparks wie zum Beispiel der Kölner Zoo spezialisieren sich heute auf ausgewählte Arten. Sie verpflichten sich, die Tiere in realistischen und naturnahen Anlagen zu halten. Diesem Anspruch wird der Kölner Zoo mit dem Bau moderner Tieranlagen wie Elefantenpark oder Hippodrom gerecht. Ziel ist es, die Besucher mit auf Entdeckungstour in fremde Tierwelten zu nehmen und ihnen die Tiere in ihren natürlichen Lebensräumen nahezubringen.